hat schon so etwas wie Tradition in der Stadt Bruck, der Jazzbrunch in der Kunsthausgalerie. Und es gibt gute Gründe, so einen Jazzbrunch zu besuchen. Das Interesse an der Musik und wahrscheinlich auch der Gusto aufs gute Essen. Und nachdem wir heute mit Heinrich von Kallnein eine ausgezeichnete Jazzband hier bei uns haben, nehme ich an, dass beides sich sehr gut miteinander verbinden lässt. Und das wird der Grund sein, heute um 10:30 bei uns zu sein. Heinrich von Kallnein, bekannt als Leiter der Jazz-Big Band Graz, musizierte an diesem Sonntag in Bruck. Die Musik besticht durch Poesie, Verspieltheit und formale Geschlossenheit. Es ist eine zum Teil sehr freie Musik, das heißt freie Improvisationen. Der Lieder Heinrich von Kallnein unterrichtet ja auch als Professor und der ist natürlich ein absoluter Experte am Saxophon und auf der Querflöte und bringt uns also, wie der Name schon sagt, Global Dialects, also ein Querschnitt der Musik über die ganze Welt, ineinander verwoben, ineinander verbunden, inspiriert durch fremde Musik, aber auch improvisiert und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Ja, Jazz ist einfach eine Musik, die man nicht alltäglich hört. Hier hat man eben die Möglichkeit, den Jazz in Form von Essen, also im Zusammenhang mit Essen, zu genießen. Diesmal ist es ja wirklich ein toller Jazz und ich freue mich eigentlich auf den Vormittag. Und es wurde ein toller Vormittag und die Musik und die Kulinarik unterstrichen die Beliebtheit dieser Veranstaltungsreihe. Ja, das ist auf der einen Seite, dass sich sehr oft immer wieder gleiche oder ähnliche Leute hier treffen, die also auch selber schon Spezialisten sind im Bereich des Jazz, die sich das sehr, sehr gerne anhören. Und natürlich auch das Beieinandersein bei Essen und Getränk weit über den Vormittag hinaus ist etwas, was gesellschaftlich sehr, sehr angenehm ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir eben dann immer wieder zum Teil ausverkaufte Häuser haben hier. Könnte man sagen, kurz ein Gaumengenuss und ein Hörgenuss? So würde ich es behaupten, so ist es, ja.